traurig schön ging es her, als in Knittelfeld über 500 Perchten und Krampusse im Rahmen des ersten großen Krampus- und Perchtenspektakels unterwegs waren. Rund 30 Perchtengruppen machten dabei die Knittelfelder Innenstadt unsicher. Die schrecklichen Gestalten versetzten die begeisterten Besucherinnen und Besucher in Angst und Schrecken. Manche mehr, manche weniger. Grüß euch, ich bin der Willi. Wir sind von der Gemeinde auf in Obdach, sind da heute mitgelaufen. Ich selber bin seit 2 Jahren dabei. Ich finde das mit den Perchten eine super Angelegenheit. Das ist der Brauchtum und derzeit läuft das in den Medien nicht ganz so richtig, aber es sind oft auch die Zuschauer, die ein bisschen Wirbel reinbringen. Beruht immer auf Beidseitigkeit, aber ich glaube, wir müssen den Brauchtum aufrechterhalten, so muss ich sagen. Für genügend Stärkung sorgten die Innenstadtwirte. Nach dem Spektakel ging es in den Innenstadtlokalen mit der After-Krampus-Party weiter. Den Krampus- und Perchtenlauf organisieren die Kalvarienbergteifel Knittelfeld mit dem Tourismusverband Knittelfeld. Also wir von unserer Seite sind wir sehr zufrieden. Die Gruppen waren großartig, von Niederösterreich, Steiermark, Kärnten. Es hat alles funktioniert, sie waren brav, sie haben die Gitter stehen lassen. Auch bei den Zuschauern, muss ich sagen, war sehr schön zum Sehen, dass sie wirklich mit großen Augen zugeschaut haben und dass nichts passiert ist. Der Percht trat früher in der Winterzeit in sämtlichen Rauhnächten in Erscheinung, wobei in der Nacht auf Heiligen Drei Könige sein letztes Erscheinen war. War der Krampus ein Helfer der Menschheit, so ist der Percht zum Bestrafer von schlechten Menschen geworden. Ich habe das schon seit langem nicht mehr gesehen. Jetzt freue ich mich echt, dass ich es heute einmal gesehen habe. Was ich schade finde, ist, dass sie nicht mehr so wild sein dürfen. Ein bisschen Lärm machen, das ist mir ein bisschen abgegangen, aber ansonsten war es Weltklasse. Ja, es war eine tolle Veranstaltung. Ersten Schätzungen zufolge mehrere tausend Besucher. Es freut uns natürlich sehr, dass das so angekommen ist. Ein großes Danke natürlich an die Veranstalter, die Kalvarienbergteufel. Auch an den städtischen Bauhof, die Stadtgemeinde, den Verbänden und den Vereinen, die da dabei waren. War eine ganz tolle Geschichte, ja. Der Tourismus in Knittelfeld ist ja ganz aktiver. Was steht denn heute noch alles am Programm? Ja, das nächste größere ist dann der Bauernsilvester, das Bauernsilvesterdorf am Hauptplatz mit Livemusik und Feuerwerk. Und traditionell dann natürlich am 31. das Kinderfeuerwerk um 19 Uhr. Es findet auch das nächste Public Viewing statt am 23. Jänner, da übertragen wir in der Stadt das Schladminger Night Race. Und am 1. Februar lädt der Tourismusverband Knittelfeld zum gratis Skifahren in die Gallien. Die Perchten verkörpern allgemein 2 Gruppen, die guten Schönperchten und die bösen Schierperchten. Während die Schierperchten oft in großer Zahl und mit großem Gefolge in der Nacht auftreten, erscheinen die Schönperchten am Tage und wünschen Glück und Segen.